50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Am 7. Februar 1971 ist in der Schweiz das Frauenstimmrecht angenommen worden. Ein Thema, das uns schon die ganze Woche beschäftigt. Ja, was sagen junge Frauen zum Kampf von ihren Vorreiterinnen? Und wie beurteilen Migrantinnen das Frauenstimmrecht in der Schweiz? Wir klären unter anderem diese Fragen gerade jetzt auf Blick TV. Schön, sind wir mit dabei. Ich glaube, es braucht wie beim Thema Frauenbewegung. Es braucht wie den gewissen Anstups oder wie soll ich sagen, jemand muss den Böllen eine Rolle lassen und dann machen die anderen mit. Und ich glaube, mit mir und mit anderen Leuten mit dem gleichen Migrationshintergrund wie ich, haben wir doch auch den Ball eine Rolle lassen. Cendresa Sadriou ist eine Frau, jung und Migrantin. Seit 2019 sitzt die 26-jährige Zürcherin für die SP im Zürcher Kantonsrat. Sie ist Teil von einer neuen Generation, die mitmachen und mitbestimmen in der Schweiz. Cendresa Sadriou kommt aus einer politischen Familie. Zwei Urgroßväter von ihr sind zum Beispiel Bürgermeister im Kosovo gewesen. Sie selber hat trotz Migrationshintergrund geschafft. Darum sieht sie sich auch als Vorbild. Ich möchte gerne, dass Frauen, die vielleicht einen ähnlichen Werdegang haben wie ich, oder sei es jetzt schulisch, beruflich oder auch privat, dass die wie durch das, dass ich vielleicht jetzt doch auch im Gemeinderat Erfahrungen gesammelt habe und jetzt auch im Kantonsrat Erfahrungen sammeln darf, dass ich wie auch andere Frauen dazu bewegen kann, wie ich mit aktiv zu werden und für das zu kämpfen, was sie stört. Warum eine Psychiatrin aus Winterthur die Schweiz in Sachen Gleichstellung mit Eritrea vergleicht, gerade als nächstes bei uns. In Eritrea haben die Frauen so ihre Rollen. Historisch gesehen, weltweit waren ja Frauen mehr zu Hause und die Männer haben sozusagen draußen bestimmt. Und in der Schweiz ist es ja auch nicht viel anders. Tfana Asefau ist als Kind mit ihren Eltern aus Eritrea auf Deutschland geflüchtet. Heute schafft sie in Winterthur als Psychiatrin. In ihrem Job hat sie jeden Tag mit jungen Frauen aus verschiedensten Kulturen zu tun. Dabei erlebt sie, dass es für viele Frauen immer noch schwierig ist, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Egal, welchen kulturellen Hintergrund man hat. Also eine Frau muss schon sehr stark wissen, was sie will und auch einiges können, damit sie hier in dieser Gesellschaft sozusagen ihre Rechte umsetzen kann. Aber es ist nicht so, dass auch in den Familien sozusagen, dass die Männer Verständnis dafür haben, dass Frauen beides wollen. In Eritrea gilt das Frauenstimmrecht formell schon seit 1955, also 16 Jahre vor der Schweiz. In der Realität können sich die Bürgerinnen und Bürger aber nur sehr wenig politisch äußern. Seit 1993 regiert der Diktator Isaias Afwerki. Zahlreiche Menschen flüchten. Allein in der Schweiz leben über 28'000 anerkannte eritreische Flüchtlinge. Im Gespräch mit Blick TV erzählt Fana Asefau auch, wie sie eritreische Frauen in der Schweiz erlebt. Eritreische Frauen möchten gerne arbeiten, mehrheitlich, damit sie vom Sozialamt frei sind, damit sie ihre Kinder besser unterstützen können. Das bedeutet ja Integration, aber die Bedingungen sind schwierig. Für die Fana Asefau gibt es ein Land, von dem die Schweiz und Eritrea in Sachen Gleichstellung noch etwas lernen kann. Zum Beispiel in Schweden, da gibt es eben Mutterschaftsurlaub und auch Väterschaftsurlaub. Also, und auch Männer, weiß ich von verschiedenen Bekannten, dass die mitten am Tag nach Hause gehen dürfen, wenn ein Kind krank ist. Es gibt kein Staunen. Aber hier in der Schweiz wird schon erwartet, dass er die Frau zu Hause ist. Auch ein Land, das sich von Schweden noch etwas abschauen könnte, ist Portugal. Seit 1974 gilt in Portugal zwar das Frauenstimmrecht. Trotzdem ist das Land aber auch heute noch geprägt von patriarchalischen Strukturen.
Die Schweiz-Portugal-Doppelbürgerin Tatiana Cardoso sieht das Problem bei den älteren Leuten. Darum hofft sie auf die jungen Generationen. Ich glaube, es hat wirklich einfach noch mit den Generationen zu tun, die halt wirklich noch das Gefühl haben, die Frau hat eine ganz klare Rolle, und zwar die Rolle zum Daheim sein. Die Transformation, die braucht einfach manchmal eine Weile. Oder? Ich glaube, jetzt sind so die neuen Generationen am Kommen, die wirklich den Umdenken auch antreiben, die wirklich sagen, hey, die Frau hat eine ganz andere Rolle in unserer Gesellschaft. Im Parlament Lissabon sind 40% Frauen, zum Vergleich. Im Nationalrat sind es 42% und im Ständerat 26% Frauen. Auf den portugiesischen Regierungsposten sieht es dann aber wieder düsterer aus. Also in der Politik sind eigentlich Frauen in Portugal sehr gut vertreten. Also wir haben dort eigentlich wirklich sehr, sehr hohe Frauenzahlen. Was noch fehlt, ist der Mut. Also der Mut bei den Frauen, um eben sich ja, einfach sich eingestehen, dass man auch bereit ist für so eine Leitungsposition oder für so eine Position, wo man die Gesellschaft vertreten kann. Ich glaube, da braucht es noch. Die Soziologin kämpft in der Schweiz für das Stimm- und Wahlrecht für ausländische Staatsangehörige. Sie ist überzeugt, dass Menschen, die in der Schweiz wohnen, auch am politischen Geschehen sollten dürfen teilnehmen. Also wir haben ja in der Schweiz schon gewisse Gemeinden, die das eingeführt haben, oder? Stimm- und Wahlrecht für nicht Stimmberechtigte, also Leute, die keinen Schweizer Pass haben. Und ich glaube, genau da ist es. Also genau so könnte ich es mir auf nationaler Ebene auch vorstellen, dass wirklich alle Menschen dürfen stimmen und wählen und einfach am politischen Geschehen teilhaben. Die 25-Jährige kämpft vor allem gegen die politische Diskriminierung von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Sie sieht Parallelen zum Kampf ums Frauenstimmrecht 1971. Gewisse Bürger und Bürgerinnen einfach diskriminiert sind, also dass sie einfach ein Recht nicht haben, und zwar das Recht auf politische Teilhabe, auf politische Partizipation. Und dort waren es einfach Frauen, die das Recht nicht hatten. Und wir haben einfach heute immer noch die Situation, dass einfach Bürgerinnen und Bürger, die wirklich am Schweizer Alltagsgeschehen, die hier arbeiten, die hier geboren sind, die hier Steuern zahlen, einfach immer noch in gewissen Aspekten wie ausgelassen werden. Ja, schon die ganze Woche reden wir hier bei Blick TV über 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Ja, und weiter geht es jetzt gerade mit einer spannenden Gesprächsrunde. Und für das schalten wir direkt ins Studio 2 von Blick TV zu der Silvina Spiess. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio die Maura Arevalo. Sie ist 18, sie ist im dritten Lehrjahr und lernt Restaurantfachfrau. Dann Tavia Celato, sie hat die Matur gemacht und ist jetzt in einem Zwischenjahr. Und dann auch noch Laura Wolfensberger, sie ist 20, hat KV-Lehre gemacht, mit BMS abgeschlossen und studiert jetzt Teilzeit Wirtschaftsrecht. Sehr schön, sind ihr alle da. 50 Jahre Frauenstimmrecht. Als allererstes zum Einstieg möchte ich gerne wissen, was beschäftigt euch im Moment am meisten so in eurem Leben? Jetzt sagen wir, starten mit der Maura. Das Aktuellste natürlich, Covid halt, aber auch das Umwelt, Ganze, dass man schaut, wie es in unserer Welt halt geht. Weil das ist halt auch wichtig für uns später, in 15 Jahren, ob wir die Welt haben, auch haben, wieder haben. Also, Umwelt ist ein starkes Thema. Wie sieht es bei dir aus, Tavia? Ja, ähnlich. Also, Klima ist mir extrem wichtig. Ich glaube, das ist noch nicht uns allen so bewusst, wie gross eigentlich die Gefahr ist von dieser Krise. Und, Es ist meine Zukunft, es ist vielleicht die Zukunft von Kindern oder von der nächsten Generation und von der übernächsten Generation. Und ich finde es mega wichtig, das ist ein mega wichtiges Thema. Danke, Laura. Wie siehst du es? Eigentlich auch ähnlich. Corona beschäftigt uns alle und ich finde auch Umwelt sehr wichtig. Und ich finde, es ist in der Politik noch nicht so ein höherer Stellenwert, wie es sein sollte, weil die Zeit trennt. Aber ich finde auch Gleichberechtigung jetzt in dem Thema, wo wir jetzt erst 50 Jahre leider haben, Frauenstimmrecht ist sehr wichtig und allgemein Gleichstellung von allen Leuten. Du hast gesagt, auch Gleichstellung ist für dich ein wichtiges Thema, Gleichberechtigung. Mhm. Findest du es politisch, dass zum Beispiel die Frauen genug vertreten sind? Also es war sehr erfreulich, dass wir bei der letzten Wahl sehr einen Zuwachs von Frauen hatten. Aber leider ist es immer noch so, dass Frauen in der Politik eher Minderheit sind. Aber ich finde schon, dass Frauen sehr gut vertreten sind und man sollte ihnen einfach auch Mut geben, dass sie sich trauen können, wenn sie in die Politik gehen, dass sie gehen können und ihre Meinung vertreten und ihre Meinung teilen. Also immer mehr, aber noch nicht genug. Davia, wie siehst du? Ja, und was für mich schon auch ist, wie sie vertreten sind. Es wird immer noch darüber geredet, was ich weiß nicht, Angela Merkel hatte an irgendeinem hohen... Ob sie Kinder hat oder nicht. Ja, genau. Das sind Sachen, worüber man redet. Also,
es geht nicht auch nur um, dass wir irgendwie, also dass Frauen, dass wir Vorbilder haben von Frauen in der Politik, sondern wie. Und dass man auch sie ernst nimmt in dem, was sie sagen. Und nicht nur in dem, was sie anhaben oder wie sie aussehen. Maura, stört dich das auch? Mich stört es vor allem, also wir haben ja jetzt Zuwachs bekommen im Bundesrat, also zwei neue Frauen endlich mal. Und mich hat es am Anfang gestört, was es geheissen hat, das ist eine Frau, die tut ihre Laune ja ändern alle fünf Minuten. Das ist eher das, was mich sehr gestört hat. Weil das ist für mich etwas mega Herablassendes, weil ich finde, ein Mann kann auch seine Laune haben. Warum eine Frau, die halt höher steht, warum ist die jetzt gerade plötzlich so, ja, wenn in alle fünf Minuten ändert sie jetzt ihre Meinung oder so, kann nicht politisch sein. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Erlebt ihr das auch in eurem eigenen Leben so, dass es teilweise wie ein bisschen schwieriger habt, oder dass, weil ihr eine Frau sind, vielleicht in der Lehre oder im Beruf, dass man mit euch anders umgeht und euch anders beurteilt? Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, der Spruch, ja, wieso lächelst du jetzt nicht und so. Ich glaube, das sind schon Sachen, die Frauen öfters hören oder Frauen viel öfters hören, wo etwas ist, wo bei einem Mann nicht hinterfragt wird, hat er halt schlechte Laune. Und bei der Frau ist man immer glücklich und zufrieden und alles sein. Und sonst sind wir Divas und sonst sind wir irgendwie, ich weiß nicht genau. Und dann, aber wenn wir dann auch zu lieblich und nett und so sind, dann wird man vielleicht zu Hause und zu Hause. Also es ist so viel Sachen, wo man, als Frau kann man gar nicht richtig sein, so, weil es ist immer falsch, egal was man macht. Also, klar, es sind nicht alle immer überall so. Aber ich glaube, im Allgemeinen ist es schon schwieriger so als Frau. Wie geht es dir, Laura? Du bewegst dich in einer Männerdomäne, eigentlich im klassischen Sinn. Mit dem Wirtschaftsstudium ändert sich das? Hast du gleich viele Frauen bei deinem Studiengang wie Männer? Oder wie erlebst es du es? Also im Studiengang zum Beispiel haben wir eigentlich ziemlich ausgeglichen, wenn nicht sogar mehr Frauen jetzt in meiner Klasse. Ich kann es leider nicht für alle sagen, weil wir momentan alles online haben. Aber ja, wie schon gesagt hat, wir müssen uns mehr rechtfertigen. Oder zum Beispiel, wenn ein spezieller Anlass ist, dann kommen wir Komplimente über, wenn wir schön angelegt sind. Und bei den Männern ist das eigentlich gar kein Thema, ob sie jetzt einen besonders schönen Anzug oder so haben. Und dort also schon ein bisschen aufs Äußere mehr. Und wir müssen uns halt mehr rechtfertigen, wieso wir jetzt die Meinung haben oder wieso was und so, wo die Männer, wenn sie genau das Gleiche machen, sich nicht rechtfertigen müssen. Danke vielmals. Ich gebe zurück ins Studio 1. Vielen Dank, Silvina. Ja, 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Warum aber auch wir hier noch etwas könnten von Nordeuropa lernen, das sehen wir gerade als Nächstes. Frauen an der Macht. Was bei uns noch immer schleppend vorwärts geht, ist in Finnland zum Beispiel mit der Ministerpräsidentin Sanna Marin schon lange selbstverständlich. Aber wieso ist das so? Blick TV hat beim finnischen Philosophieprofessor nachgefragt. Wir sind das erste europäische Land, das 1906 Frauenstimmrecht eingeführt hat. Und ein Jahr später sind wir das erste Land, das Frauen ins Parlament gewählt hat. Dass Frauen Teil der Politik sind, hat bei uns eine lange Tradition. Wenn in Finnland Frauen können Verantwortung übernehmen können, dann machen sie das auch. Man schaut, was die Leute können und nicht, was sie sind. Der Grund, dass die Frauen dort sind, wo sie eben sind, ist, dass sie sehr kompetent sind. Sie sind nicht dort, weil sie Frauen sind, sondern weil sie gute Politikerinnen sind. Sie kommen daraus und können gut kommunizieren, wieso sie das machen, wo sie machen. Darum sind sie gewählt worden. A great command of the facts. They can clearly articulate why they're making the decisions they are making. They can persuade people. That's why they've been elected. Nach Finnland hat Norwegen, dann Dänemark und 1915 auch Islands Frauenstimmrecht eingeführt. Sechs Jahre später sagt dann auch Schweden Ja zum Frauenstimmrecht. Ganz anders sieht es vor allem in muslimischen Ländern aus. Frauen haben es besonders schwer, um in ein politisches Amt hineinzukommen. Und wenn es eine schafft, dann ist sie meistens auf sich allein gestellt.
sowie die saudi-arabische Bildungsministerin Noura Bint Abdullah Al-Fayez. Afrikanische Länder auf der anderen Seite überzeugen in Sachen politische Gleichberechtigung. In Ruanda zum Beispiel sind es über 60% Frauen im Parlament. Ähnlich sieht es Südafrika und Äthiopien aus. Fühlen sich junge Frauen heutzutage gleichberechtigt? Wir finden es heraus bei Sabina Spiess im Studio 2 von Blick TV. Sie hat drei spannende junge Frauen bei sich. 50 Jahre Frauenstimmrecht feiern wir hier diese Woche in der Schweiz und auch auf Blick. Und heute kommen auch die jungen Frauen zu Wort. Ich freue mich ganz herzlich, dass ich bei mir im Studio begrüßen darf. Evelyn Marti, sie ist im dritten Lehrjahr als Coiffeuse. Dann Laura Wolfensberger, sie ist 20, hat KV-Lehr und BMS abgeschlossen und studiert jetzt Teilzeit Wirtschaftsrecht. Und Tavia Celata, sie ist 19, sie hat die Matur gemacht und ist jetzt im Zwischen ja, gibt ein Nachhilfeunterricht, weil sie nicht reisen kann. Und sie kommt aus Luzern. Herzlich willkommen, schön, sind ihr da. Ja, Frauenstimmrecht ist auch ein Thema der Gleichstellung. Fühlt ihr euch grundsätzlich jetzt in eurem Leben gleichberechtigt wie die Männer? Evelyn. Also ich habe das Gefühl, mit der Zeit ist es wieder viel besser geworden, auch jetzt mit diesen 50 Jahren. Ja, ich würde sagen, mittlerweile ist es eben ziemlich besser geworden. Besser geworden ist aber nicht gleich. Wo fühlst du dich teilweise nicht gleich behandelt oder gleichberechtigt? In meinem Beruf merkt man jetzt da nicht viel, weil ich bin Coiffeuse, wie gesagt. Und dort sind wir mehrheitlich Frauen. Aber in meinem Hobby mache ich Schutten. Und ja, dort kommt halt eher mal ein Spruch, irgendwie, ja, kannst du das oder tut dir das nicht weh? Und dann denke ich nur so, ja, ich kann das vielleicht besser als du. Oder es muss nicht heißen, nur weil ich eine Frau bin, dass ich das weniger gut kann. Tavia, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, eben im Vergleich zu sicher, jetzt, was passiert ist, kann ich sagen, ja, wir haben einen Schritt vorwärts gemacht. Also ich fühle mich durchaus, ich bin mit Jungs in die Hand dabei gegangen. Und ich noch, wenn ich meine Mutter frage, hat sie noch Trendunterricht gehabt. Also so Sachen haben wir sicher viel Schritt gemacht. Aber ich sehe noch einen ganz langen Weg auch vor uns. Gleichberechtigung im Recht innen, theoretisch wären wir gleichgestellt, aber in der Gesellschaft ist das nachher einfach nicht so. Wo ist es nicht so? Wo funktioniert das nicht? Ich glaube, das kann man auf ziemlich alle Bereiche übertun. Ein Bedürfnis der Frau wird immer noch weniger ernst genommen. Oder eine Frau muss länger schreien, bis sie gehört wird. Also klar, nicht immer, aber im Allgemeinen und oftmals ist es leider immer noch so. Laura, wie siehst du es? Wie erlebst es du? Also in meinem Alltag erlebe ich es eigentlich gut. Also ich fühle mich schon sehr gleichgestellt. Und eben, wie David schon gesagt hat, es ist halt in der Gesellschaft und unsere Eltern, unsere Lehrer, alle wachsen mit dem Modell auf und haben das, geben es halt unbewusst, auch wenn es vielleicht nicht wollen, weiter. Und wo ich halt auch noch sehr eine grosse Ungleichheit sehe, ist halt bei der Kinderfrage. Also als Frau ist man automatisch zu Hause oder man ist man das? Also man wird, es wird angenommen, dass die Frau muss daheim bleiben, weil sie hat ja das Kind geboren und so. Aber dass die Männer, also ich sehe es jetzt in meiner Generation, wollen auch viel mehr Männer auch daheim bleiben. Und es ist einfach so, es wird halt angenommen, dass die Frau daheim bleibt. Obwohl, also es gibt ja Vater und Mutter, also das heisst nicht, dass die Mutter dann daheim sein muss. Und dort finde ich schon ein sehr, sehr grosses gesellschaftliches Problem noch. Wie beurteilen das mit dem Druck, mit dem Aussehen? Häufig redet man bei Frauen davon, dass sie eben, man zeigt, sie sind in einem schönen Kleid, sie sind vielleicht in den Medien eher mal abgebildet in einem schönen Kleid und die Männer eher im Anzug. Man redet häufiger von der schönen Tochter als vom schönen Sohn. Erlebt ihr das auch so, dass der Druck, gut auszusehen, für euch höher ist als vielleicht für den Bruder oder den besten Kollegen? Evelyn? Also ich glaube, von uns Frauen wird immer mehr erwartet als von den Männern. Also, dass wir immer gut aussehen, dass wir schön gestylt sind, schön gerade hocken. Und eben bei den Männern ist das echt viel weniger so, echt allgemein optisch gesehen. Ja, bei der Frau wird auch mehr darüber geredet, untereinander. Und man will, glaube ich, auch wie selber immer schön sein für andere. Wir sind schon fast am Ende von der Zeit, aber ich würde doch noch etwas fragen. Es ist immer die Frauenquote
ein bisschen Debatte. Und viele sagen so, nein, ich werde nicht angestellt, nur weil ich eine Frau bin. Aber andererseits müsste ja die Veränderung eigentlich genau aus der Führungsetage, aus der politischen Ebene eben wirklich angepasst werden, dass man eben wirklich Frauen gleichstellt, wenn es auch um Wissenschaft geht und so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass eventuell eine Frauenquote könnte sinnvoll sein, wenn dann nämlich 50-50 quasi Verteilung wäre bei den Entscheidungen oben, dass es nachher auch wirklich gerechter, schneller wäre? Was meinst du, Evelyn? Also wenn man so wie fixe 50-50 würde machen, denke ich, würde das sehr gut kommen. Aber ich finde, es sollte wie schon von alleine ein bisschen, also klar, wäre das eine gute Richtung, mal reinzukommen. Also natürlich dort hinkommen. Genau. Tavio? Ich wünschte, man könnte natürlich dort herkommen. Ich sehe es momentan nicht. Ich sehe 50 Jahre Frauenstimmrecht. Und schauen wir mal, wo wir jetzt sind. So, das ist nichts. Nochmal 50 Jahre? Also, ja, nicht mal 50 Jahre. Also, wir sind irgendwie 10%, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher bei diesen Zahlen. Aber ungefähr, wir sind nicht viel gestiegen eigentlich von der Frauenquote. Also, wie viele Frauen, wie Prozent Frauen im Parlament sind. Und dort muss ich sagen, ich wünsche mir, wir bräuchten die Quote nicht. Aber ich glaube, dass man für eine gewisse Zeit so eine Quote braucht, bis sich selbstverständlich wurde, ist, Frauen trauen sich nicht zu, so Sachen zu machen. Also wir als Frauen trauen uns manchmal wirklich Sachen nicht zu. Es braucht ein bisschen Anschub. Und ein bisschen Push. Dann kann man die Quote irgendwann wieder lösen. Ich glaube ganz fest daran, dass die Quote, wenn sie mal eine Zeit lang war, gar nicht wichtig ist. Und dann ist es auch gleich, ob es 51% oder 49% sind. Danke vielmals, Tavia. Lara, wie siehst du das Schlusswort bei dir? Ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir das ohne Quote arbeiten würden. Aber eben 50 Jahre haben wir Frauenstimmrecht. Wenn es noch mal so lange geht, dann finde ich die Quote sehr gut. In der Politik finde ich es ein bisschen problematisch, weil man wählt ja die Person und dann sollte man nicht wählen, nur weil jetzt die Frauenquote ist, jetzt ein bisschen böse gesagt, muss man eine Frau wählen, obwohl es nicht die Interessen, es geht ja um die Interessen, die Politikerin oder Politiker vertritt. Danke vielmals für die wirklich spannende Diskussion, dass ihr eure Meinungen so geteilt habt. Ich gebe zurück ins Studio 1. Danke dir, Silvina. Ja, das grosse Generationengespräch zu 50 Jahren Frauenstimmrecht in der Schweiz auf der Luzerner Kappelbrücke, das gibt es in wenigen Augenblicken bei uns. Ja, also ich wäre viel stolz, wenn ich könnte sagen, wir haben es schon 100 Jahre. Ich meine, das ist natürlich, wenn man das in der Geschichte von der Demokratie Schweiz anschaut, ist das eine beschämend kurze Zeit. Und das Zeitchen, habe ich das Gefühl, wenn ich darüber erzählt habe, dass die Schweiz erst im 71. das Frauenstimmrecht bekommen hat, das gar nicht viel ausgelöst. Es ist einfach so hingenommen worden. Und jetzt, das finde ich super, dass jetzt an diesem Jubiläum das thematisiert wird und auch natürlich durch eine politisierte junge Generation, durch den Frauenstreik, das auch eine ganz andere Färbung bekommt. Absolut, also 50 Jahre sind einfach viel zu kurz. Und ich finde es so mega krass, dass auch immer so darüber im Geschichtsunterricht immer so von der Demokratie Schweiz ja geredet wird und dass völlig nicht thematisiert wird, dass die Schweiz erst seit 50 Jahren eine Demokratie ist. Ja, das ist eine müßige Frage. Ich meine, ich habe meine Geschichte, meine Biografie, meinen Kampf, der hat mir Energie gegeben. Der hat mir Türen aufgetan. Das hat mir Sinn gemacht in meinem Leben. Ja, in dem Sinn bin ich nicht unglücklich mit meinem Leben. Es hat mir einen Sinn gegeben, obwohl ich nie gleich viel machen konnte, wie wenn ich es machen könnte, wenn ich jetzt heute eine junge Frau wäre. Ja, ich würde auch nicht tauschen, vor allem, weil ich extrem ja auch eine gewisse Dankbarkeit hat dafür, was aber schon vorgekämpft worden ist. Und bei so ja, Diskriminierungssachen ist es oft so, dass man am Anfang das Gefühl hat, das ist mein Problem, das passiert nur mir, ich verhalte mich falsch. Und das ist eben das Schöne, wenn man so Vorkämpferinnen gehabt hat, dann weiß man, hey, das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist ein strukturelles Problem, es liegt überhaupt nicht an mir. Es liegt daran, dass ich als Frau wahrgenommen werde, vielleicht weniger ernst genommen wegen dem und nicht, weil ich weniger gute Sachen sage. Du sprichst etwas ganz Wichtiges an. Das war mein Gefühl. Mit mir stimmt etwas nicht.
wenn ich einfach mit der eingeschränkten Rolle, eben die wenigen Möglichkeiten fragen, nicht glücklich gewesen bin und wusste, das stimmt etwas nicht für mich, habe ich gedacht, ja, ich bin einfach nicht ganz normal. Also, weil alle anderen finden das offensichtlich okay. Für mich war das wie ein Akt der Befreiung. Für mich sind die Ballast von der Schulter mit dem Engagement der Frauenbewegung. Und ich konnte endlich eine Welt gestalten nach meinen Vorstellungen. Und das ist eben das, was die heutige junge Frau von Anfang an können. Und das ist der Unterschied. Aber es gibt noch viel zu tun. Ja, ich finde aber auch, dass jetzt oft gesagt wird, ja, wir haben ja schon alles erreicht. In der Schweiz gibt es ja so Gleichstellung. Das ist überhaupt nicht so. Und ich finde, es gibt noch extrem viele Sachen, die man muss. Ja, dafür kämpfen, sich muss einsetzen. Auch stereotype Rollenbilder leben ja immer noch weiter. Und ich finde es wichtig, dass so ein 50-Jahre-Jubiläum aber auch muss der Zeitpunkt sein, um aber auch weitere Forderungen zu stellen. Ich hoffe, es gibt, wenn das wieder möglich wird, wirklich wieder grosse Treffen, grosse Frauenstreik. Ja, und ich hoffe, dass sich in Zukunft aber der Aktivismus, der braucht es ja noch, und dass der am Leben bleibt. Und dass wir so zusammen noch viel erreichen, dass wir weiterhin Forderungen stellen werden, uns nicht mit irgendwelchen faulen Kompromissen zufrieden geben. Ja, dass der Aktivismus weiter besteht, weil, aber wie schon gesagt, es gibt noch viel zu tun und wir werden nicht einfach in 10 Jahren eine Gleichstellung haben in der Schweiz. Solange ich mag, werde ich an ihrer Seite, an der Seite der jungen Frauen, mich engagieren, mit meinen Möglichkeiten und will ich merken, wir kämpfen für eine gleiche Sache und die Gesellschaft mit tatsächlicher Gleichstellung, die ist noch nicht erreicht. Da gibt es noch viel zu tun und auf diesem Weg bin ich weiterhin solidarisch mit dabei.